إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد يا أيها الذين آمنوا

Die meisten nennen sich draußen Muslime. Die sind stolz, wenn man sie fragt: Bist du Muslim? Natürlich bin ich Muslim. Aber wem ist wirklich bewusst, welcher Religion du angehörst? Nennt mir einen, nennt mir einen Verein, nennt mir, nennt mir eine Ideologie, eine Religion, die so vereint wie diese Religion, subhanallah. Schaut, wie kunterbunt wir sind. Von allen Ländern, subhanallah, sind wir vereint. So viele Kulturen. Und Allah hat uns vereint. Und er sagt zu dem Gesamten: Allah, hättest du alles gebracht, um die Herzen zu vereinen. Alles, was auf dieser Dunja ist, du hättest sie niemals zusammengebracht. Aber Allah azawajal, hat diese Herzen zusammengebracht und um uns zu Brüdern gemacht, Subhanallah. Allahu Akbar, wie schön ist das, Subhanallah, wie schön ist diese Religion. Schmeckst du diese Süße dieser Religion? Nenn mir eine Sache und eine Religion und irgendetwas wo du immer wieder dieselben Worte erwähnen kannst und es immer wieder die Wort die, diese Worte, die Herzen trifft. Wie oft haben wir gewisse Sachen gehört, gehört und gehört und gehört, du kannst sie immer und immer wieder hören und trotzdem trifft sie dein Herz, subhanallah. Wie oft haben wir die Schahade mitbekommen von vielen Konvertierten, subhanallah. Trotzdem freuen wir uns immer wieder aufs Neue, Allahu Akbar. Wenn ein Bruder etwa einen Hadith oder ein, ein, eine eier aus dem Koran verliest, Wer, keiner unter uns sagt, oh, ich kann die nicht hören. Wir freuen uns alle über diese Eier. Wir alle freuen uns über diesen Hadith, subhanallah. Wie schön ist das doch. Ich meine, ist euch bewusst, dass ihr diejenigen seid, auch wenn die Moschee gerade nicht so voll ist. Normalerweise müsst ihr die überfüllter sein. Dass die draußen Schlangen stehen, so wie die bei den Diskotheken Schlangen stehen, für das Schlechte. Weil das ist, subhanallah, der, das ist der Weg zum Heil, subhanallah, zum Guten, ins Paradies. Aber sei du froh, dass du derjenige bist, der in die leuchtenden Gesichter blicken darf, Subhanallah. Dass du derjenige bist, der dich vor Allah niederwerfen darf, Allahu Akbar. Dass gerade du derjenige bist, der diese Worte wahrnehmen darf. Ich meine, das ist nicht Selbstverständliches. Das ist nicht etwas, Subhanallah, wo man sagen kann, das ist selbstverständlich. Das ist nicht selbstverständlich. Allah, der Allmächtige, hat uns auserwählt und hat uns zu Muslime gemacht, zu Brüder gemacht. Der hat unsere Herzen vereint. Wir mögen uns. Es gab Jahre, wo wir manche von uns sich nicht gemocht haben, wo wir uns aus dem Weg gegangen sind. Ich zum Beispiel vor über zehn Jahren, wo ich kein Muslim war, hätte ich bestimmt mit den meisten nichts zu tun haben wollen und sie nicht mit mir. Aber Allah Azawajal hat uns zusammengebracht. Allahu Akbar. Und schaut mal, Subhanal, Jeder Mensch soll, soll darüber nachdenken, dass er niemals existiert hat. Niemals hat er existiert. Wer hat uns die Existenz gegeben? Allah Azawajal, Subhanallah. Wir haben nicht existiert, das Leben gab es tausende Jahre vor uns, ohne uns. Und dann, subhanallah, kam der Tag, an, deinem, an, an dem deine Mutter mit deinem Vater den Beischlaf ausgeübt hat, subhanallah. Und diese Spermien, subhanallah, deines Vaters. Und wenn der, wenn, wenn der Mann, subhanallah, zum Orgasmus kommt, scheidet er mehrere Millionen Spermien aus. Und eine Spermie hat die Eizelle deiner Mutter erreicht, subhanallah. Allah, der Allmächtige hat dich durch diese Flüssigkeit, durch dieses Sperma, hat er dich geschaffen, hat er dich gestaltet, subhanallah. Du bist heute der, der du bist. Du kannst hören, du kannst sehen, du kannst sprechen, du kannst wahrnehmen, du kannst fühlen, subhanallah. Du kannst riechen. Deine Hände, mit denen du zupackst, subhanallah, mit den Füßen, mit denen du gehst. Die Wirbelsäule, die deinen ganzen Körper hält. Allahu akbar. Allah, wir danken dir für diese ganzen Gaben. Und man kann nicht genug danken. Man kann nicht für diese Sachen genug danken, subhanallah. Was kommt oben drauf? Du folgst dem Besten aller Menschen, Allahu Akbar. Du folgst dem Besten aller Menschen. Dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dem, dem es gewährt worden ist, subhanAllah, dass er vor allen Propheten vorbeten durfte, Allahu Akbar. Vor allen Propheten durfte er vorbeten, subhanAllah. Bevor er die Himmelreise angetreten hat, haben alle Propheten hinter ihm gebetet. Als er ins Paradies emporgehoben worden ist von Allah azawajal, gab es eine Stelle, wo er zu Jibril a gesagt hat: Komm mit mir. Und er hat gesagt: Nein, mir ist, nicht, mir ist es nicht nur bis hier gewährt, ich kann dich nicht weiter begleiten. Diesen Menschen folgen, wir dürfen wir folgen, Allahu Akbar. Du darfst die Worte Allahs aussprechen: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, ist das selbstverständlich? Nein! Die Menschen beten Kreuze an, die beten Hölzer an, Subhanallah, die beten Kühe an, die, die schwimmen in dem Urin von einer Kuh, Subhanallah, und denken, das wäre heilig. Und Allah hat dich durch den Propheten Muhammad gelehrt, dass er einer ist. Dass er der eine ist, der alles erschaffen hat, subhanallah. Der Herr der Himmel und der Erde. Der Herr des Osten und des Westens. Ihm gehört alles und ihm gebührt alles Lob. Durch wen wissen wir das? Durch den edlen Gesandten Muhammad. Wa er hat uns die Botschaft übermittelt, subhanallah. Und das nicht irgendwie. Er hat die sonderbar so sehr dass man das gar nicht in Worte fassen kann. Atemberaubend hat er diese Botschaft hinterlassen für uns, subhanallah. Er ist nicht mehr unter unseren Reihen, aber die Botschaft ist noch vollständig da. Nichts ist verloren gegangen, subhanallah. Diese Menschen, subhanallah, die ihm gefolgt sind, wird überliefert, zum Beispiel von Sheikh Islam ibn Taymiyyah, subhanallah, rahimullah, dass seine, dass seine, dass seine Gliedmaßen ganz stark am Zittern waren, als er vor Allah, subhanallah, stand, wenn er den Takbir gegeben hat. Wenn er gesagt hat, Allahu Akbar, was empfinden wir in dem Moment, ich habe euch eben gesagt, wir haben nicht existiert. Uns gab es nicht. Mein Bruder, meine Schwester, was fühlst du, wenn du sagst, Allahu Akbar? Was fühlst du in diesem Moment? Ist dir bewusst, dass du vor dem Herrn der Himmel und der Erde stehst? Dass du ihn um etwas bittest, dass du ihn brauchst und er uns nicht braucht? Oder ist dir bewusst, dein Arbeitgeber, dass du nicht beeilen muss, pünktlich da zu sein, zu erscheinen? Ist dir bewusst? Subhanallah, wenn du nicht zu deiner Freundin rennst, dass sie Schluss macht und einen anderen nimmt. Ist dir diese, sind dir diese Dinge bewusst? Dass wenn du dich nicht beeilst bei einem Geschäft, dass ein anderer dieses Geschäft abschließt. Wir haben mit Allah zu tun, Subhanallah. Allah. Wir können das niemals wiedergeben, was er uns geschenkt hat. Was er uns gewährt hat, Subhanallah. Nichts von all dem, was ich aufgezählt habe und vieles mehr. Wir können nichts, aber auch gar nichts davon wiedergeben. Und jeder tritt nur durch die Barmherzigkeit Allahs ins Paradies ein jener von uns kommt nur durch die barmherzigkeit allahs ins paradies und nicht weil irgendeiner so toll ist nein nur wenn allah es gewährt was sagt der edle gesandte der edle prophet mohammed was sagt dieser edle mensch er sagt subhanallah obwohl ihm die höchste stufe im paradies zuteil geworden ist durch überlieferungen was sagt er? Ich weiß nicht, was mit meiner Seele passieren wird. Allahu Akbar, ja Rasulullah. Allahu Akbar. Du weißt nicht, was mit deiner Seele passieren wird. Und wir hüpfen und springen und lachen und denken, weil wir das Gebet nicht vernünftig verrichten. Und weil wir uns vielleicht ab und zu fünfmal am Tag niederwerfen, subhanallah, manche von uns vielleicht noch nicht mal, auzubillah, obwohl das unsere Pflicht ist, sehen wir uns sicher, wie der Bruder eben gesagt hat. Abu Bakr und Omar haben geweint. Sie haben gebankt, sie haben die frohe Botschaft im Leben bekommen, dass sie ins Paradies kommen. Und wir? Was ist mit uns? Ich meine, diese deutlichen Zeichen, die wir bekommen haben, was der Bruder eben auch angesprochen hat, die Tsunamiwelle, subhanallah. Dieses Ausmaß, habt ihr diese Strafe Allahs gesehen? Habt ihr diese Strafe Allahs gesehen? 2004, diese gewaltige Welle, subhanallah, die Menschen, die diese Welle mit ihren Augen gesehen haben.